Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Einfach-Sparen-Video. Ich möchte heute gerne mit euch durch die Wohnung gehen und gucken, was ich verkaufen kann. Denn ich weiß zwar nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so, dass ich am Anfang eines jeden Jahres immer noch einmal mehr Lust habe, alte Dinge loszuwerden bzw. auszumisten. Und 2018 möchte ich mich ja sowieso noch mehr mit dem Thema Minimalismus als in den letzten Jahren schon befassen. Und das Jahr soll ja auch unter dem Motto bei mir Sparen stehen. Deswegen möchte ich nicht nur ausmisten, sondern euch vielleicht heute auch Ideen geben, wo ihr wie was verkaufen könnt. Und weil ich heute noch sehr viel vorhabe, lege ich jetzt direkt los. Da steht nämlich meine alte Musikanlage, beziehungsweise ganz ursprünglich hat die mal meiner Mama gehört. Die ist, glaube ich, schon über 25 Jahre alt. Auf jeden Fall kenne ich die schon so lange ich denken kann und die funktioniert nicht mehr so sonderlich gut. Also der CD-Wechsler hakt und außerdem benutze ich die auch nicht, weil wir unsere Musik digital abspielen und ich finde, sie nimmt einfach nur Platz weg. Ich habe meine Mama auch vor ein paar Wochen gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn ich diese Anlage abstoße, so schwer es mir fällt, weil daran hängen irgendwie auch viele Kindheitserinnerungen, würde ich jetzt mal sagen. Also irgendwie war die schon immer da und jetzt würde ich sie aber ja verkaufen für ganz, ganz wenig Geld, weil die eben nicht mehr ganz so funktionstüchtig ist. Aber ja, hier nimmt sie nur Platz weg und sie stresst mich irgendwie auch, weil ich sie gar nicht benutze. Deswegen werde ich die jetzt sauber machen und abbauen und dann Fotos machen und sie dann bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen. Hier ist das gute Stück. Also sie funktioniert nicht mehr wunderbar, aber sie geht auf jeden Fall noch an. Man könnte auch Radio hören, wenn man eine Antenne gut angeschlossen hat, was ich jetzt hier nicht habe. Auf jeden Fall kann man hier auch 5 CDs reinmachen und das meinte ich eben. Ja, die Hanna, die habe ich letztens noch gehört tatsächlich. Hier müsste ich dann auch mal abstauben. Auf jeden Fall funktioniert der CD-Wechsler nicht so richtig gut, zumindest nicht automatisch, wenn man es manuell macht, so wie ich eben, dann ja schon. Und was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist, dass hier noch 2 Kassettendecks sind. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Aber ja, ich habe auch keine Kassetten mehr und dazu gehörte eben noch eine Subwoofer-Box und 2 große Boxen. Und wenn man genau hinhört, dieses Klicken ist nämlich der CD-Wechsler. Irgendwie versucht diese Anlage gerade, ich weiß auch nicht, irgendwie eine CD zu lesen. Vielleicht ist auch der Laser kaputt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mich viele Jahre begleitet und ich habe sie auch sehr gerne genutzt. Sie hat viele Partys mitgemacht und damals, als ich in meiner ersten Wohnung Freunde eingeladen habe, war das immer schon ganz cool, dass ich so eine fette Anlage hatte. Ja, aber jetzt muss sie gehen, weil wir benutzen die nicht mehr. Ich habe jetzt die Anlage bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Ich bin gespannt, wie viele oder ob sich überhaupt jemand meldet und die Anlage haben möchte. Ich bin mit dem Preis doch ein bisschen höher gegangen, als ich anfangs gedacht habe. Also ich wollte ja erst 20 Euro oder so veranschlagen. Jetzt habe ich die doch für 74 Euro reingesetzt, weil als ich so die Anlage sauber gemacht habe und nochmal getestet habe, was funktioniert und was nicht,
ist mir aufgefallen, dass sie doch noch sehr, sehr gut in Schuss ist. Und das ist auf Verhandlungsbasis. Also ich gucke mal, wie die Menschen so reagieren, die sich dafür interessieren. Und jetzt gucke ich weiter in der Wohnung, was ich noch verkaufen kann. Und hier habe ich auch schon was. Und zwar einige Bücher aus meinem Studium. Ich habe ja neben Medienkulturwissenschaften auch deutsche Sprache und Literatur studiert. Und jetzt im Master studiere ich eben nur noch Medienkulturwissenschaften. Deswegen werde ich zum Beispiel die Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft verkaufen. Und dann haben wir hier noch Psycholinguistik. Das brauche ich auch nicht mehr. Beziehungsweise ich werde hier auch nicht mehr reingucken. Und die waren doch ganz schön teuer, die Bücher. Deswegen wäre es blöd, wenn die hier in dem Bücherregal stehen und ich die nicht mehr benutze. Und ich glaube, hier sind noch einige mehr. Und da gucke ich jetzt mal durch und dann sage ich euch, wo man die am besten verkaufen kann. So, nachdem ich mein Regal jetzt mal komplett durchforstet habe, habe ich noch einige Studienbücher gefunden, die ich tatsächlich verkaufen kann. Ich habe nämlich auch mal 2 Semester Englisch studiert und auch da brauche ich die Bücher nicht mehr. Und da habe ich nämlich einen tollen Tipp für euch, und zwar die App Momox. Da könnt ihr dann nämlich den ISBN-Code einfach mit dem Scanner abscannen und dann sagt euch die App, wie viel Geld ihr dafür bekommt. Also ihr verkauft die Bücher dann sozusagen für einen Festpreis und dann könnt ihr das in den Warenkorb legen und sozusagen das Geld sammeln und das einfach kostenfrei mit ihrem Postaufkleber, den man ausdrucken muss, abschicken und dann wird das Geld überwiesen. Ich finde das richtig gut. Ich habe die jetzt alle eingescannt und da kam, glaube ich, eine Summe von 12,95 raus, glaube ich, weil ich für ein paar Bücher nur 15 Cent bekomme. Einige haben auch noch D-Mark-Preise, weil ich die auch damals mal gebraucht gekauft habe. Ich meine, gut, 15 Cent ist jetzt nicht die Welt, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und bevor es eben einfach im Regal, ja, verkommt, ist es doch besser, wenn damit irgendjemand anders noch Freude hat, weil ich glaube, die verkaufen das dann auch wieder, wahrscheinlich auch für mehr. Aber die wollen ja auch was davon haben. Und dafür geht es sehr unkompliziert. Und ich habe auch mal ganz viele Bücher mit auf den Flohmarkt genommen und da gehen die gar nicht. Also so, was jetzt Fachliteratur betrifft, vor allem wenn die so alt ist. Und ich glaube, wenn ich die Bücher einfach nur in einen Karton zum Verschenken auf die Straße stelle, wird das nicht viel Anklang haben, beziehungsweise bei dem Wetter wird wahrscheinlich alles nass werden und dann wäre das sehr schade. Und ich glaube, ein Anglistikstudent greift auch eher auf neuere Literatur zurück. Deswegen glaube ich, ist das die beste Lösung. Also das als Tipp für euch. Guckt euch mal die App Momox an und da könnt ihr auch außerdem Musik-CDs und auch alte Spiele und DVDs einscannen. Also ich finde das sehr, sehr hilfreich und man hat dann das ganze Zeug los, bekommt noch einen ganz kleinen Gegenwert dafür und ansonsten gucke ich jetzt noch, was ich bezüglich Kleider noch losbekommen kann, was ich heute noch verkaufen kann. Mittlerweile ist es schon etwas dunkler vom Licht her, aber ich denke, ihr könnt mich trotzdem noch erkennen. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Klamotten bei Kleiderkreise eingestellt. Das waren so Sachen, die hatte ich mal vor einer Weile schon beiseite gepackt, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war, ob ich die aussortieren möchte oder nicht. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, damit ich vielleicht noch ein bisschen was dafür bekomme. Und ich habe gemerkt, ich ziehe die sowieso nicht mehr so an. Ich weiß, Kleiderkreise ist jetzt nicht so etwas Neues, beziehungsweise die meisten von euch werden das wohl kennen, genauso auch wie eBay Kleinanzeigen. Deswegen ist das jetzt nicht so die neue Idee, aber ich wollte mit diesem Video eben auch so einen kleinen Anstoß geben, dass ihr hier zu Hause ganz viele Sachen habt, die ihr vielleicht,
also nicht viel bei mir zu Hause, bei euch zu Hause, nicht mehr benutzt oder nicht mehr haben wollt. Und dann, ja, tut man sich ja immer ein bisschen schwer damit, was mache ich damit? Und so habt ihr jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Anstoß, dass ihr jetzt die Sachen endlich anpackt und sie online reinstellt. Das ist ja das Schöne. Man braucht zwar ein bisschen Zeit dafür, einzelne Sachen zu beschreiben und Fotos zu machen, aber wenn man das erstmal getan hat, dann braucht man nur noch zugucken, wie das Geld wächst, beziehungsweise wie man doch noch so kleinere Sümmchen für das ein oder andere bekommt. Und ja, also nehmt euch einen Tag Zeit und macht den, heute verkaufe ich alle Sachen, die ich gerade spontan sehe und schon lange nicht mehr benutzt habe. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mal zu gucken, was ihr so zu Hause habt und was ihr verkaufen könntet. Und bevor es jetzt gleich ganz dunkel wird, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Eine Sache habe ich aber noch vergessen. Und zwar muss ich für diese Woche ja noch das losziehen. Das mache ich jetzt noch schnell mit euch. Und zwar 8 Euro. Das gefällt mir sehr gut. Also packe ich für diese Woche 8 Euro in meine Spardose.